Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Dua Fortress. Wir haben unseren Carpenter hier, wir haben ein bisschen was schon ausgehöhlt, wir haben die ersten Betten, die können alle pennen, 3, 6, 7, 8, passt. Als nächstes würde ich sagen, machen wir Nestboxen zum Beispiel und dann müssen wir mal schauen, ja, was wir als nächstes brauchen. Ne? Also noch weitere Räume müssen wir machen. Was ist hier jetzt? Left-Click for Recenter, Expand Options, Right-Click for Dismiss, ja, okay. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen Workshops machen, um irgendwelche Kinkerlätzchen zu machen, damit wir beim Händler was haben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da würde ich sagen, Logo schauen und dann geht es auf den Großbildschirm. So, dann schauen wir mal weiter. Also er ist hierhin schon in Richtung Workshops unterwegs. Mach mal weiter jetzt. Also da fehlt uns noch ein Eingang hier. Nee, das war verkehrt. Da müssen wir haben. So, dann kann er da auch reinbuddeln. Das passt dann schon. Wir müssten allerdings auch einen großen Raum haben, wo die ganzen Steine hinbringen. Das wäre vielleicht auch noch ganz sinnig. Und tendenziell neige ich dazu, das irgendwo hier zu machen, um zu sehen, dass wir hier irgendwo Erde finden, auch die wir als Pflanzerde nutzen können. Ne? Dafür würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach mal hier so ein Stück gerade rein. Das wird seine Zeit zwar dauern, aber das ist jetzt halt so. Hier wollte ich nicht das machen, sondern da reingehen und einen Task aufrufen, New Task. Und dann wollte ich hier Nestbox machen. Minecart. Wheelbarrow. Jetzt müsste man die nur finden, ne? Damals Nestbox war klar. Door, Crutch. Chest, Chair, Casket. Buckler, Bucket. Bookcase, Block, Bin, Barrel. Armor Stand, Animal Trap. Altar, Wooden Bowl, Wooden Spike, Wooden Corkscrew. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, irgendwie geht es nicht weiter, oder? Add New Task, das ist schon richtig, aber wo ist denn bitte schön hier die Nestbox? Gibt es die nicht mehr oder was? Ja. Warte mal, da ist erstmal eine große Tastatur an. Die machen wir erstmal aus, besser. Wooden Minecraft, Wooden Kabinett. Ja, weiß ich wohl, dass da welche kommen. Ja, das müssen wir jetzt ganz schnell bauen. Das haben wir jetzt nämlich wieder verpennt. 3, 3, 3, 3 passt. Mach das mal daraus. Und dann sollte das hoffentlich klappen. So, jetzt hier. Task. Ah. Ich habe schon wieder das Mausrad gedreht. Das sollte man in dem Spiel besser nicht tun. Ne? Add New Task. Und ich hatte mir jetzt gerade gedacht, ich schmeiß mal ein paar Wheelbarrows auf den Markt, oder? Weil die kann man, glaube ich, gut verkaufen. Ach so, wir können das ja jetzt hier auch so machen, ne? Ja, machen wir erstmal so. Lass den mal ein paar Wheelbarrows machen, die können wir verkaufen. Dingens ist jetzt hier. Ach, der Händler ist schon da. Okay. Dann meine Pause, oder? Ja. Wer ist denn unser Make Wooden Wheelbarrows? Okay, das sieht erstmal hier schon mal gut aus. Die sind alle gut zufrieden.
Farmer, Clark, Expeditionsleader. Jetzt noch die Frage. Nobles und Administrators, ja. Broker. Bookkeeper, Messenger. Da haben wir noch gar nichts festgelegt hier, ne? Ja. Bookkeeper haben wir denn da einen? Adequate Record Keeper. Ist aber nicht der gleiche, ne? Nee, stimmt schon. So, der braucht definitiv einen Stuhl. Chief Traffic, da haben wir auch einen. Manager. Das machen wir eher hier. Expeditionsleader, der kann das gleichzeitig machen. Auch Manager, Military Commander. Ah, ist auch er nur. Dann macht der das halt auch. Haben wir einen Sheriff? Nein, den haben wir noch nicht. Hammerer haben wir auch irgendwie nicht. Ein Messenger, weiß ich jetzt gar nicht, was ein Messenger ist. Sorry, aber das ist dann auch unser Expeditionsleader. Aber der braucht gleich schon mal hier Areas mit Stuhl und so. So. Jetzt habe ich hier das Pferd erwischt. Broker. Broker rested. Ja, das ist schon mal so richtig. Und jetzt lass mal gerade laufen, der müsste jetzt kommen, oder? Der Händler ist da, ich brauche jetzt den Broker. Aber wer ist das? Broker kann accept Depot, sleep. Oh, super. Wenn der sleep, dann haben wir ja jetzt gerade ein Problem. Ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen länger, ne? Sonst haben wir wirklich ein Problem. Aber die packen ja, glaube ich, noch aus, oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Aber ja, ich kann doch hier unten schon was machen, oder? Move goods from on to Depot. Jetzt müssten wir mal gucken. Barrels. Aber ich schätze mal, wir haben noch gar nichts fertig, ne? Loks können wir kriegen. Wheelbarrow hier. Zack. Wheelbarrow ist dahin. Chestnut Wheelbarrow auch. Kann auch dahin. Alles gut. Das sind schon mal vier Sachen, die wir kaufen können. Copper Battle Axe haben wir. Ne, die wollen wir behalten. Das haben wir schon gesagt. Stones. Ja, könnte man welche hin tun, aber diese Karawane, die da jetzt ist, die kann er noch nichts mit anfangen. Und die Zirkonen hier, die tun wir alle drei auch mit verkaufen. Fisch. Vielleicht nehmen die auch Fisch mit. Der stinkt nur, ne? Wenn ich den kriegen kann, dann soll die den mitnehmen. Loks werden sie nicht tragen können, damit haben sie nicht so viel zu tun. Hosen, Handwear, das brauchen wir. Chains, das brauchen wir. Buckets. Ne, Eimer geben wir nicht weg. Body Parts, das Muscle Shell. Barrels, ja, die brauche ich auch. Bags. Ich sehe schon wieder, im Hintergrund habe ich schon wieder die Karte verschoben. Brauchen wir auch und Armor brauchen wir auch. Das heißt, das, was wir jetzt gerade da hinbringen, ist das, was wir dafür brauchen. Warte, die Karte wieder auf normal. So, jetzt haben wir es. Jetzt verstehe ich noch nicht, was das hier alles soll. Mal bitte vom Depot. Also, der bringt da schon mal was hin. Drei Sachen. Noch drei Sachen dahin bringen, bitte. Zwei Sachen noch. Und dann würde ich handeln wollen, wenn es denn dann geht.
So, jetzt machen wir hier, ist es Diplomacy? Okay. Jetzt bist du Korpus lesen, lehre. Nee, das ist jetzt noch nicht das, was ich glaube will. Machen wir erstmal Pause hier, bevor die nachher wieder weg sind. Conduct Meeting. Okay, er müsste jetzt hier sein. Trade geht aber hier noch nicht. Okay. Ja, was kann ich jetzt hier tun? Kann ich hier noch was aus? Ach, das sind die Sachen von denen, glaube ich. Kann das sein? Was die reingelegt haben. Okay, da müssen wir mal durchgucken. Boah, die sind aber. Woodcrutch. Leather Backpack, Hope. Schönen Crossbow. Oh, ich glaube, wir müssen erstmal. Kann man hier auch suchen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Wheelbarrows wollte ich jetzt hier nicht. Warte, das haben wir jetzt aber alles hingebracht, oder? Aber das ist jetzt. Ja, das ist jetzt nicht so dolle. This item is being traded. This item is a permanent part of the building. Okay, und das ist aus Stein gemacht. Jetzt verstehe ich nicht so ganz diese Liste hier wieder. This item is being traded. View this item sheet. Nee, das brauche ich alles nicht. Ich müsste hier auf den Button klicken können, aber das ist irgendwie jetzt gerade nicht so, oder? Das ist jetzt. Ja. Left click for center and expand options. Right click to dismiss. The merchants need a trade depot to unload. Das brauchen wir erstmal nicht hier. Jetzt hat er wieder irgendwie die Karte schon verschoben, weil hier irgendwas nicht passte mit dem Klicken. Autumn has come. You have struck green zircon. Okay. The outpost lesen has arrived. Jetzt habe ich die aufgerufen. Aber die waren hier unten. Okay, die sind ja schon hochgelaufen. Also Blödsinn, da runter zu gehen. Die sind ja schon hier. The merchants in need a trade depot to unload their goods. Merchants have arrived and are unloading their goods. Okay, das hat auch geklappt. Sunia has become a carpenter. Okay, das ist auch schön. Aber ich würde gerne handeln, aber im Trade Depot geht das noch nicht. Da ist grau. Ich habe jetzt so ein bisschen Schiss. Geht das erst, wenn ich hier durch bin? Much to share. Make requests for next year's caravan. They'll share more for these items. Okay. Wood, Metal Bars, Small Bars, Seeds. Plump Helmet, da machen wir hier. Die sollen sie mal alle erstmal nächstes Jahr mitbringen. Iron Anvil können sie nächstes Jahr auch mal einen mitbringen. Weapons brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Digging Implements, the Picks. Nee, brauchen wir nicht. Pets.
Ja, müsste man noch mal überlegen, aber vielleicht eine Kuh und einen Bullen. Cheap Drinks. Alles. Prawners, Attracts, Meat, Fish, Plants, Garden Vegetables, Bags, Fäden, Seile, Barrels, Flask, Matten, Kühlers, Backpacks, Sand, Glas, Missionaries, Buckets, Eggs, Ropes, Threads, Tools. Ne, sehe ich jetzt noch nicht so. Ich glaube, das, was wir angekreuzt haben, ist erstmal schon mal gut. Wir müssen nur vielleicht noch gucken, dass wir was zu essen noch ein bisschen mitkriegen. Man nicht eben der Miet oder was? Miet hatte ich doch ja auch schon gesehen, oder? Da. Ja, das nehmen wir mit. Water Buffalo Meat. Sweetbread ist auch gut, ne? Das ist ja hier so ein Bürgermeisterstück oder so. Dingo Meat, ja, passt schon. Dann. Flamhammers. Okay, das sind die Prozentzahlen, das ist alles gut. Land Sparrow, let's discuss what we are willing to offer for your curved dropship. A need for ton tides and accepted if you are able to provide some. The current will offer 266 port agreement only applies to trade next year. Tent Heights. Okay. So, jetzt traden? Nö, immer noch nicht. Gut, aber ich sag mal, wir machen erstmal hier einen Cut. Schauen wir mal, wie es das nächste Mal weitergeht. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum das Trade jetzt hier nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch noch zu früh dran, keine Ahnung, müssen wir schauen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!